Grüße Leute und willkommen bei Fear Effect Sedna, also Let's Play von Square Enix. Ich habe gar nicht gewusst, dass das Spiel wirklich von Square Enix ist. Eine gute Überraschung, weil Square Enix hat ja einen relativ guten Namen. Ich habe Fear Effect noch nie gezockt. Kein Teil dieser doch recht bekannten Serie schaltet ihre Stromversorgung nicht aus, wenn dieses Symbol zu sehen ist. Das Spiel unterstützt automatisches Speichern. Ja, toll, danke Spiel, aber können wir jetzt loszocken? Ich kann so lange mal kurz in meinen Computer reingucken. Doch, meine Capture-Box läuft. Da habe ich mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich keine Rückmeldung gekriegt habe. Laden 5%, 4%, 11%, 95%. Okay, ging ja doch recht fix. Ich habe erst gedacht, das wird so richtig lange dauern. Gehen wir kurz mal auf die Einstellung. Bluteffekt deaktivieren. Niemals. Untertitel. Ich lasse die mal für euch an. Sprache scheint ja sowieso deutsch zu sein. Und mein Fernseher ist ziemlich laut. Verdammt, das muss ich nochmal leiser machen. Ich stehe aber trotzdem auf Spielstarten, leerer Slot. Wie ihr seht, ich habe noch nicht angezogen. Ich habe keine Ahnung, was für ein Spiel ist. Ich kenne Fear Effect nur, dass es doch eine Mini-Videospielgröße ist. Ein B-Movie-Videospielstar, sag ich mal. Habe aber nie eins gezockt, wie gesagt. Und weiß auch nicht, was mich hier erwartet. Ob das komplett anders als alle anderen Fear Effects ist. Was völlig neu ist und an die gleiche Schiene und die gleiche Kerbe schlägt. Ich habe keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall in Denver, so wie es scheint. Aha, gesoffen wird auch. Cell-Shading-Look gefällt mir schon mal gut. Cell-Shading-Look vielmehr. Und die reden selbst, zum Glück. Muss ich nicht übersetzen. Kein Interesse und trotzdem dagelassen. Schön. Kann man Denver einfach so mit der Knarre rumrennen? Jetzt mal ernsthaft? Die hat er ja doch relativ offensichtlich getragen. Ja, Economy Class, das geht schon mal, ne? Okay, irgendjemand ist extrem schnell. Gut, klingt für mich jetzt alles ein bisschen übernatürlich und wir sind in Hongkong, und zwar schon 3 Tage später. Mein Gott, Hongkong sieht so abgefahren aus. Spielt das in der Zukunft oder ist Hongkong wirklich schon so abgefahren? Warum hast du ihn einfach umgebracht? Ist aber nicht sehr fein. Hä? Ich sehe nicht durch. Ich denke, die Fans der Serie werden sicherlich was raffen. Wir spielen jetzt die beiden Bräute hier aus der ISO-Perspektive. Mein Gott, das ist ein Blindkauf für 20 Euro gewesen. Warum kaufe ich Zeug blind? Okay, keine Ahnung. Ah, die sind ja nur zur Schau, okay. Steuerung? Okay, ich kann gerade absolut gar nichts machen. Ich kann nicht ballern, nicht sonst noch was. Selbst wenn die Tasten mir angezeigt werden, ich kann nichts tun. Wahrscheinlich muss ich erstmal durchs Tutorial. Das muss schön mit 2 Knarren durch die Gegend arbeiten. Drücken Sie L, um den Schleichmodus überzugehen. Achso, ich dachte überzeugen. Schleichen verlängert die Ausstärke und Sichtbarkeit. Ja, okay, das wissen wir alles. Und durch A können wir dann töten. Okay, schleichen und töten. Schleichen und töten, das können wir doch. Ich weiß trotzdem nicht, was das für Damen sind, die jetzt hier alle frei umbringen. Okay, einfach den Schädel eingeschlagen. Ist zwar nicht so elegant wie der Genickbruch, aber es funktioniert. Ah! Wählen Sie R und drücken Sie ja, bla, die Schießstörung da. Hätte ich mir vielleicht ein bisschen besser durchlesen können. Ah! Bam. Kann ich auch ausweichen? Okay, er ist tot. Okay, es ist Trash Talk. Es ist definitiv Trash Talk. Ich kann auch Deckung nutzen, das ist gut. Hätten wir mal vorher erklären können, aber ich habe es zu teuer gerade weggedrückt, ich bin selber schuld. Drücken wir mal ganz nett das Tor. Wir wissen auf jeden Fall, wie man ballert. Das reicht uns. Wie weit wir damit kommen, keine Ahnung. Wir können es trotzdem mal probieren. Tür auf. Okay, da können wir in Deckung gehen. Muss ich die jetzt wieder reinlassen? Oh Leute, ich habe doch keine Ahnung. Da ist eine Türstörung. Die wollte ich gern nutzen. Ach so, Steuerkreuz, okay. Steuerkreuz? Hä? Ach
So, ich kann die wechseln. Na, das ist ja mal nice. Na, werden wir es gleich mal nutzen. Fertigkeiten. Jeder Charakter verfügt über einzigartige Fertigkeiten. Okay, spare ich mir auch mal als Erklärung. Oh, ich hätte vielleicht schleichen sollen. Nein, halt. Ich will nicht tasern, ich wollte ballern. Gut, dass das Umwechseln gleich über der Schusstaste ist. Das macht so. Ja, das war knapp. Du wurdest ziemlich angeschlagen. Furcht! Furcht beeinflusst die Stärke und Schwächen der Charaktere. Hör, die Furcht ist, dass du größer Schaden verursachen, sie doch so niedrig auch der Widerstand. Bla. Okay, okay. Also ich sollte definitiv mehr Schleichen nutzen. Das ist immer nur das Deckungssymbol. Okay, mich würde mal interessieren, ob die anderen vier Effektteile auch so waren. Durchaus seltsames, aber interessantes Prinzip. Drücken Sie Y, um die Wunden mit Medikit zu heilen. Yay! Kann ich das auch aufnehmen? Yay! Und, okay. Look, I found the princess. You'll have your reward. Meanwhile, we just need to push the button at the same. Gemeinsam den Knopf drücken. Ja, genau! Das ist so üblich in Gebäuden. Ein Scheiß. Okay, wir heilen uns trotzdem mal. Ich hab mal Bock drauf. Ah nee, wir sehen aber relativ von Gesundheit her gut aus. Okay, wir können den anderen sogar Befehle geben. Ich würde trotzdem mal die nehmen. Die hat doch die überzeugenden Argumente. Nämlich zwei Knarren statt einer. Gefällt mir irgendwie. Taktische Pause einlegen. Oh, Alter, so viel Erklärungen. Okay. Okay, okay, okay. Das ist die taktische Pause quasi. Wir können also die Leute dahin platzieren, wo sie hingehen sollen. Schadet mir das grüne Zeug was? Scheinbar nicht. Okay, und dann geht's dahin. Interessantes Spielprinzip, wie ich finde. Hat was sehr Taktisches. Okay, dass man aber vorher nicht hinsehen kann. Was da vorne kommt, dass ich mich völlig sinnlos in Deckung gestellt habe. Okay, ich heile mich mal wirklich lieber. Yay! Also ich glaube, die Untertitel helfen euch nicht besonders, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine, ihr könnt doch kaum was lesen bei der Größe. Also die labern eh nur Scheiße. I found the tough job. What's that? It's a booby-trapped cargo. Shit. Also gerade wurde eine Sprengfalle aufgetaucht und die muss jetzt entschärft werden. Im Spielverlauf gibt es zahlreiche Rätsel. Sie werden grübeln müssen, um sie zu lösen. Das klingt ja furchtbar. Ich dachte, das wäre ein Actionspiel. Okay. Immer dieses Rätseln. Ich drücke den Schalter und... Cool. Und jetzt? Nur keine Ahnung. Ich löse halt mal irgendwas. Hey, das war falsch. Cool. What the fuck? Ja, Game Over. Wo hätte ich das jetzt wissen sollen? Gab's da eine bestimmte Reihenfolge, in denen die aufblinken oder so? Ah, das ist ja, zum Glück spiele ich hier nochmal kurz rein. So richtig geil finde ich die Titel auch nicht, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich bin ja noch zu kurz drin, um das beurteilen zu können. Yay, wir starten nächstes gleich wieder hier. Gucken wir uns das nochmal an, wie diese Falle zu entschärfen geht. Okay. Grün, blau, rot. Okay. Grün. Blau. Nicht richtig. Was? Okay. Vielleicht muss ich ein wenig länger drüber nachdenken. Ich dachte, es wäre die Reihenfolge. Gut, Normalfall würde ich jetzt auch nicht einfach so hingehen und eine Bombe entschärfen, wo ich davon keinen Plan habe. Und ich habe relativ selten Ahnung von Bomben entschärfen. Vielleicht geht das jetzt noch 10-mal schief. Wir schauen mal. Vielleicht soll ich mich einfach mal erstmal im Raum umschauen, was hier so rumliegt. Wir finden, Gedöns? Ich dachte, das könnte man aufnehmen. Da hinten ist doch was. Ein Bonus-Totem erhalten. Alle. Was? Was? Spiel, verwirr mich nicht. Okay. Gucken wir dieses hochkomplexe Rätsel noch mal an. Es piept. Und da ist Dreieck. Irgendein Zeichen. Ich raff's nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gerade nicht raffe, was das Spiel von mir will. Ich sehe, dass die Schläuche verbunden sind miteinander durch... Seht ihr die Striche da? Drei und so weiter. Aber die sind doch immer an dritter Stelle und die sind immer in der Mitte. Ich komme nicht drauf. Ganz ehrlich, ich raff's gerade nicht. Ist das der böse Draht?
What the fuck? Ich raff's nicht. Was? Ja, Game Over. Ich hab's hin und gerafft. Ey, ist bestimmt sowas, was ihr gerade die ganze Zeit schon kapiert und gesehen habt, oder? Und sagt euch, was macht denn der Moff da für eine Scheiße? Idiotenkönig. Aber ganz ehrlich gesagt, so richtig raffen tu ich's noch nicht. Liegt der Totem wieder da? Dann hole ich ihn später. Nee, der ist schon weg. Kann man vielleicht die Dudes hier untersuchen? Die El Dudus? Nein, keine Dudes zu untersuchen. Ja. Der muss ich mein Hirn einstrengen, aber vielleicht sehe ich hier was? Ey, das kann ja nicht so schwer. Ah, mit. Ja, das Wort hilft uns auch nicht. Das ist die Türsteuerung? Vielleicht muss ich einfach nur alles, was Rotes rausziehen. Gib's mal einen Hinweis. Ich komm nicht drauf, ist das peinlich. Ah, ihr könnt mir jetzt noch 200 Mal beim Sterben zusehen, denn ich... Was, verlassen? Ich wollte nicht auf verlassen gehen. Warum habe ich denn verlassen gedrückt? Wer verlässt? Der ist verlassen. Oh. Spiel starten. Ja, Hongkong. Ja. Oh Gott. Spiel. Fick dich. So, jetzt habe ich gesagt. Psst. Hat keiner gehört. Ich hätte ja verstanden, wenn man nur den Mitteldraht rauszieht, muss in einer bestimmten Reihenfolge. Wäre jetzt da so ein bisschen der No-Brainer gewesen. Oh nein, wir sind wieder in Denver. Komm, überspringen den Scheiß mal. Okay, vielleicht lese ich mir diesmal das Tutorial durch. Surrounded by his fellow creatures. Ja, ja, Creatures. They're all for show. Ja, schleichen. He's turned and alone. Können wir das Brettchen da aufheben? Egal, wir versuchen erstmal zu schleichen. Wir können auch den Koffer öffnen oder sowas. Kann man sowas hier machen oder so? Es sieht immer so aus, als wäre das gar nicht möglich. Gehen diesmal aber richtig schön in Deckung. Deckung. Ja, überspringen wir einfach mal. Interessiert eh keinen. Ah! Okay, X, um manuell nachzuladen. B, um zu rollen. Das hat uns letztes Mal gefehlt. Also erst R aus wieder ein Ziel und dann drücken sie ZR auch zum Schießen. Okay. Fühlt sich ein bisschen seltsam an, die Kampfsteuerung. Ja, jetzt macht Prinzessin sie ihn wieder. Holt sich raus. Komm schon. Sushi-Königin, jetzt geh hin. Laber nicht. Gut. Aber der werde ich aber jetzt mal versuchen, in den Raum reinzuschleichen. Ob jetzt irgendwelche wirklich markanten Vorteile bringt. Weil hier sehen wir das Symbol, was auch bei den Kabeln war. Und da ist eine 2. Ist das vielleicht ein Hinweis? Das ist ein Taser? Die legt die doch alle um. Verarscht mich doch nicht. Furcht, okay. Okay. Aber ihr habt gesehen, beim blauen Symbol war eine 2. Ja, wir müssen die Dinger gleichzeitig drücken. Oh. Kriegt euch doch wieder ein. Kommt schon. Yay. Junge Dame. Bitte drücken Sie auch. Der. Und rot ist die 3. Also... Ich hoffe, das hat jetzt was damit zu tun. So, jetzt kriegen wir das Taktische hin. Und zwar du hierhin. Gedückt. Gedückt, du. Und du, junge Frau, du machst das Ganze auch mal. Auch gedückt. Und bewegst dich hier zu Action. Nein, jetzt habe ich es wieder. Oh. Steuerung ist aus der Hölle. Ja, bitte hierhin. Ja, und jetzt zurück. Nein, wir starten das Ganze. Oh nein, es hat nicht funktioniert. Okay. Aus irgendeinem Grund hat es nicht funktioniert. Unsere Kameradin ballert schon die ganze Zeit. Wir ballern damit. Ja, das war mega Fail war das. Die eine ist fast tot, die andere blutet wie die Sau. So. Blau war 2, dann ist grün 1. Nee, hier ist grün 2. Okay, vielleicht gibt es irgendwo einen Hinweis, den ich vorher übersehen habe. Okay, die reden jetzt von der Sprengfalle. Aufpassen, manche Hinweise sind in der Spielwelt versteckt.
Vergessen Sie sich nicht gründlich umzusehen. Okay, es ist tatsächlich so, dass die in der Umwelt versteckt sind. Rot war da 3. Grün ist jetzt. Ich muss das nochmal zurück. Also erst grün das zweite Kabel, bei Rot war es das dritte und blau auch das zweite. So verstehe ich das jetzt. Das sind jetzt die Hinweise in der Spielwelt. Okay, probieren wir es einfach mal. Aber was ist denn jetzt bei Blau das zweite? Okay, das hat nicht funktioniert. Das ist doch scheiße. Spiel! Verarsch mich nicht! Ja, bitte fortsetzen. Mann, dass ich schon an sowas hier scheitere. Das ist ja unglaublich. Aber wir haben doch davor bei Blau auch noch 2 gesehen, oder? Oder bin ich jetzt völlig verblendet? Wir machen das jetzt nochmal folgendermaßen. Wir gehen das jetzt nochmal... können wir uns auch trennen? Okay. Nein! Kann ich dich einfach mal... hier lassen. Okay, du bleibst jetzt da und machst gar nichts. Ah, sie kommt mit. Rot 3. Das haben wir ja soweit schon verstanden. Da geht die Tür nicht auf. Das haben wir auch verstanden. Und so richtig schnell kommen die Damen auch nicht voran. Okay. Am Montag bin ich noch nicht begeistert von dem Titel. Blau ist auch 2. Was habe ich doch gesagt? Grün 2, Blau 2, Rot 3. Das ist das, was ich gesagt habe und das, was ich vorher erkannt habe. Das sind die Kabel, die gezogen werden müssen, nach meiner Ansicht. Blau 2. Steht da. Vielleicht ist Rot 3 und 1. Aber Blau 2 müsste doch anfangen. Aber wenn ich Blau 2 ziehe, fliegt mir die Scheiße um die Ohren. Und Rot ist 3 und 1. Vielleicht erst 3 und dann 1? Wir probieren es mal mit Rot anzufangen. Wenn das nicht geht... Oh, ich habe keine Ahnung, Leute. Und Grün ist 3 und 2. Okay, fangen wir mal trotzdem mit Grün an. Wir fangen mit Grün an und ziehen 2 und 3. Noch nicht in die Luft geflogen. Blau war es die 2. Und Rot war es 3 und 1. Nein, falsche Reihenfolge. Och, das ist auch noch in der richtigen Reihenfolge. Ach ja, kommt schon. Könnt mich mal, nochmal. Ladezeiten aus der Hölle. Nein, eigentlich nicht, aber wenn man so oft verreckt, und ich glaube, das ist hier generell der Fall. Okay. Geben wir uns nochmal Mühe. Bing! Okay. 2, 3, 2. Und jetzt 3 und 1. Oh, Gott sei Dank. Well done. Cargo is saved and competitors are ruled out. Und nun? Enough for today. Let's go home. Das war alles? Wir haben Leute umgelegt und ein paar Kabel gezogen und gehen jetzt wieder nach Hause. Ich dachte, jetzt geht's noch irgendwo... Oh. Frustrierend. Ich hoffe, es passiert noch was Cooles. Es spielt in der Zukunft. Okay, damit wäre das auch geklärt. Wie gesagt, ich habe noch nie einen Teil der Serie gespielt. Also soll ich sich das wissen? Another good payday. It was quite fun. Tja, lustig, Leute umzubringen. We should buy a rooftop flat, but we wouldn't take the lift anymore. Good point. You don't like it anymore? Too long in one place gets me. You know. Places. Okay. What about people? Like weapons and clothes. Once I find something I like, I stick with it. 2 Mörderinnen, die sich gern haben. Na, so mag man das doch. Was, die Jugendraucher? Stinkt, kümmert sich nicht? Was? Was labern die? Hier stimmt doch was ganz gewaltig nicht. Nun, wir können wieder ballern. Leute, ich glaube, das ist ihre Wohnung und die ist gerade... Okay, ich habe ein Auge auf mich. Okay, wir haben eine große Küche. Na gut, sind 2 Frauen. Frauenfeindiger Witz. Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung. Aber so richtig geil ist ihre Wohnung nicht. Ich habe mir schon ein bisschen mehr vorgestellt, dass das ein bisschen
Naja, besser als die Wohnung. Ich meine, da möchte ich nicht leben irgendwie. Last idiot that broke into our place left out the window. And it's a long way down. Forgive the intrusion. I am unarmed. Even if that is a lie, it's about to be the truth. Who the hell are you? You have 30 seconds before I shoot you down. Then to the point. I'm here to offer you a mission. A very well paid mission, I might add. Don't take missions from people infiltrating our home. Gutes Argument. Let me introduce it. Choice is yours. 30 more seconds. Boah, die will mir auf die Nerven gehen mit den 30 Sekunden Quatsche. He owns a statuette that we would really love to have. We aren't thieves. Want one of those? Try them all at lunchtime. You are mercenaries. Which means we can agree on a fair financial arrangement. That makes you trustworthy persons. Depends on the financial arrangement. Who's the ex? The Chinese ambassador to France. Okay, einen chinesischen Botschafter umlegen oder was? Triad's manners, brilliant. That's why we need your skills to take him out and get the statuette. I've left my number and your number on the tablet. Okay, es geht um viel Geld und diplomatische und politische Machenschaften. Da würde ich mich drauf einlassen. Aber er hätte trotzdem einklopfen können. Er hätte nicht einbrechen müssen. Das erhöht das Misstrauen. Ja, jetzt mal ehrlich, die Wohnung ist doch scheiße. Zwei Räume? Nicht mal ganz zwei Räume? Gut, ein großer Kühlschrank, wo ein Besenstiel davor liegt. Und ey, wäre nicht ganz meine Wohnung, muss ich sagen. Gibt's hier nicht mal ein Badezimmer? Ey, junge Damen, habt ihr nicht mal ein Scheißhaus? Ich muss das jetzt mal so fragen, weil, ich meine, wo macht ihr eure Häufchen hin? Ich meine, da hinten in die Ecke oder was? Ey, ich finde solche Videospielwohnungen immer ein bisschen schlecht durchdacht, wenn dann wirklich nicht alle Räume dabei sind. Nichts Ungewöhnliches. Es ist eure Wohnung. Was soll da Ungewöhnliches rumliegen? Kann ich jetzt ballern? Nee. Aber die ganze Zeit erstmal schön eingestrengt mit zwei Knarren durch die Gegend rennen. Okay, was haben wir da noch gefunden? I don't see anything left. He came alone and empty-handed. Kam alleine und mit leeren Händen, das ist doch super. Was liegt hier hinten noch in der Küche? Keine Ahnung, ich weiß nicht. It's really well paid. And besides, I'm pretty sure I have already met this guy. Which one? The ambassador. He reminds me of someone. Someone I had to fight against. I'm just not sure. It's not his face. It's more. Sounds even worse. Was ich mich immer frage bei so Attentätern, die jede Menge Geld verdienen oder von mir aus auch Söldner, also die wie hier kreisen, also und die solche Jobs annehmen, haben die nicht schon genug Geld? Müssen die immer noch in die nächste Action rein? Die können auch jung und mit Kohle leben, wie sie wollen. Ah, sie ist Französin. Oh la la la, Französin. Französin. Sah eher asiatisch aus. Sie eigentlich auch, bis auf blond und blaue Haare. Blauig und blond, nicht blaue Haare. Mann! Nun, ich denke, ein bisschen was in die nächste Mission werde ich nur reinzocken, bevor ich das Let's Play beende. Ich fürchte, es ist nicht ganz mein Spiel. Er merkt das sicherlich, dass ich nicht so komplett überzeugt bin. Gerade wo ich so viele andere geile Titel auf der Switch habe, die ich zocken kann, ist das vielleicht nicht das Spiel, was sie jetzt unbedingt haben müssen, spielen, bla bla. Aber Leute, die mit Erfahrung mit Viereffekt haben, ist das das ursprüngliche Viereffekt-Spielprinzip oder war das ursprünglich mal anders? Und hat sich ein bisschen was verändert und taugt euch der Titel was? Vielleicht die Fans, die sich geholt haben. Deke will be introduced as a servant. Obviously my resume was perfect for this mission. You'll look amazing with an apron, as usual. Rain, you'll have to get rid of security. Aber übrigens, die Inszenierung ist gut gemacht, das kann man nicht anders sagen, ne? Wollte ich mal so anbringen, bevor ich hier zu viel meckere. And I'll get into the offices. Deke, you'll gather as much information as possible from guests and hosts. We'll stay in contact and join when we're sure where the statuette is. I'll bring your weapons. Pity we couldn't find where it is now. I'm sure you don't want to miss the party. True, French girls. Don't even look at her better half. Once I have the statuette, everything will move quickly.
Okay, jetzt sollen sie eine Statue klauen? Ich denke, das hat was mit dem Botschafter... Ah, ich bin verwirrt, ich habe bei der Story schon wieder nicht aufgepasst. Ja, ist ja meistens so. Hat mich nicht so ganz abgeholt. Ich starte jetzt einfach mal überspringen bei die Sequenz. Die ist zwar schön gemacht, das habe ich schon gesagt. Aber wir wollen noch ein bisschen was vom Gameplay sehen. Und wir können ja mal ein bisschen schleichen. Vielleicht von Anfang an mehr schleichen sollen. Aber bei den anderen Rollen war irgendwie nicht die Möglichkeit. Ja, wirklich, da rumzukommen und zu überleben. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr von der Zeit her. Nein, 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 nein. Böser Dude. Komm, guck wieder in die andere Richtung. Ich möchte dich doch nur umbringen. Das ist alles. Zack. Schön abgestochen, mit Messer am Rücken, man hat es regelrecht gesehen. Floss da das Blut in Strömen aus seinem Rücken heraus. Der ist im Gebäude drin, kommt raus und dreht sich hoffentlich nicht gleich zu mir. Ja! Zu mir meine ich natürlich. Schlechtes Deutsch. Können wir den auch gleich... Den wollte ich eigentlich umlegen. Hallo? Anvisieren? Hallo? Was ist denn jetzt los? Ich hab doch geballert. Was war das denn jetzt? Ich hab doch geschossen. Ach, ich baller mich jetzt einfach durch. Mir scheißegal. Ich will euch noch ein paar Räume zeigen. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Mit ihrer Taser-Knarre. Ob die nicht genug Reichweite hat. Die hat irgendwas von Taser gesagt. Ich glaube, das ist trotzdem eine normale Pistole. Ich meine, die Leute sticht sie von hinten ab. Was will sie mit komischen Betäubungswaffen? I'm set up. I see the technical room. Guards are on their way. Geht doch. Okay, be careful and stay hidden until you enter that room. Zwei Batterien. Yay! Und wieder einer tot. Wozu schleichen? Klar kann man eine Insta-killen, ohne einen Treffer abzukriegen. Aber, wenn man es so machen kann, läuft's doch. Ups. Ich bin so schlecht. Einfach gegenüber. Wir schießen das Gegenüber aus. Okay, wir machen es jetzt nochmal richtig. So richtig, richtig. Ich werde mir jetzt mal richtig Mühe geben, damit ich es richtig mache. Habe ich schon gesagt, dass ich es richtig machen werde? Das heißt, wir werden erst langweilig schleichen. Noch so eine Schwäche bei mir. Nun ja, ich bin kein Schleichspiel-Fan, ne? Und hier wird geschlichen und hier wird geschissen. Oder so ähnlich. I'm set up. I see the technical room. Guards are on their way. So. Jetzt will man nochmal hier ein bisschen Taktik reinbringen. Haben die gutes Gehör? Nö. Das ist einfach nur, dass man hinter Gegenständen verschwinden kann. Ansonsten hören die einen Scheißdreck. Hä? Puh, geschafft. Ich würde gerne mal mich medizinisch versorgen. Medikit, ja? Ich würde gern mal mich medizinisch versorgen. Oh Gott. Das war richtig schlecht. Ich bin gespannt, was ist jetzt passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde mich dem Gerät verbinden, es geht schnell. Hä? Hä? Soll ich sie wirklich nur da hinkommen und dieses komische Gerät anstarren, diesen komischen Kasten? Ist das jetzt die Taktik? Und dann wechselt man garantiert auf einen anderen Charakter, oder? Sonst wäre die Ladezeit nicht so lang. Mann, hätte ich doch mal bei der Story aufgepasst. Aber ich habe keinen Bock drauf. Ja. Hat sie jetzt die Drohnen ausgeschaltet? Nee, die ist einfach nur auf der anderen Seite lang. Hacken Sie die Drohnen. Und wie soll ich das machen? Hier, gibt es hier einen Drohnenhackschalter? Kann ich nicht einfach abknallen, die scheiß Drohnen? Ja, so werde ich natürlich gesehen, ne? Und sterb gleich. Oh, guck mal, Drohnen mit Knarren. Aua! Nun! Okay, macht das Spiel auf jeden Fall interessant, dass man taktisch vorgehen muss und sich ein bisschen was ausdenken muss, dass es vielleicht ein bisschen Try and Error ist, jedenfalls bei jemand wie mir, der ein bisschen... Und ich bin aus dem Spiel rausgegangen. Ah, schon wieder! Leute, tut mir leid. Ich gehe jetzt nochmal kurz auf Bonus gucken. Wir werden noch keinen Bonus gekriegt. Wir haben einen Bonus gekriegt. Guckt euch an. Konzeptart von... da haben wir hier Captain Atlantis. Wie ist er gleich? Aquaman, genau. Und dann haben wir einen Wookie und da drüben jemand, der Naruto seine Klamotten geklaut hat. Sehr schön. Das ist der Bonus. Der Rest ist noch geheim.
ja, relativ kurzes Let's Play. Ich habe aber keinen Bock, den Scheiß hier weiterzuspielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Liegt nicht daran, dass es ein schlechtes Spiel ist, sondern nicht meine Art von Spiel. Also habe ich mal ein bisschen Geld in den Sand gesetzt. Sehr schade. Toll. Ich danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt und sage bis die Tage und ciao.